Herzlich willkommen zu einem neuen Videobeitrag auf unsere große Reise.blogspot.com. Doreen und meine Wenigkeit, wir betreiben diesmal ein kleines bisschen Resteverwertung. Wir haben hier einfach mal ein paar Bilder zusammengeschnitten, die während unserer knapp zwei Wochen in Siem Reap zusammengekommen sind. Zum Beispiel, wie die Straßen hier so aussehen, nachdem das Hochwasser abgezogen ist. Vier Sonnenschirme und ungefähr 100 Menschen. Das ergibt zusammen eine Hochzeitsfeier auf Kambodschanisch oder Geburtstag, da bin ich jetzt auch nicht so ganz sicher. Hier fliegen Doreen und ich am Angkor Wat vorbei auf dem Fahrradl. Die Doreen, die schaut nach rechts und nach links und ich schaue die ganze Zeit aufs Kameradisplay. Wir haben es aber trotzdem überlebt, weil die Kambodschaner wenigstens nach vorne schauen. Danke! Was die Mädchen hier zeigen, das ist ein traditioneller kambodschanischer Tanz namens Apsara. Hab mir erzählen lassen, dass die Mädchen mit 5 oder 6 Jahren schon zu trainieren beginnen, damit sie die Finger so richtig schön nach hinten durchbiegen können. Du findest in Asien überall diese Aquarien hier mit Putzerfischen, wo die Leute dann ihre Füße reinhalten und sie von Hornhaut und Schmutzpartikeln befreien lassen. Sehr hübsch. Und noch mehr Bilder aus dem Tierreich. Hier Ameisen auf Kambodschanisch. Ja, und die Ampelmännchen hier in Siem Reap, die sind auch irgendwie lässiger unterwegs als bei uns in München. Das ist ja geil. Ja, und dann nehme ich euch noch mal ein kurzes Stück mit hier auf eine Reise durch das Hinterland von Siem Reap in einem Tuk-Tuk quer durch die Landschaft. So sieht das dann also aus. Hübsch, gell? So, then hurt yourself more. Thank you.